Seit Donnerstagabend heißt es zum 10. Mal Film ab fürs Zurich Film Festival. Der Eröffnungsfilm handelt von keinem Geringeren als dem Schöpfer der Sex Machine, James Brown. Nicht gerade das Lieblingslied der Bundesrätin Simonetta Sommaruga und trotzdem. Sie würden auch nicht dazu dann tanzen, wenn das laufen wird. Mal schauen, ob heute Abend etwas in Gang kommt. Didier Küsch macht schon mal einen Anfang. Aber was braucht es, um so richtig zur Sexmaschine zu werden? Das Schweizer Model Bianca Gubser, hier beim ersten öffentlichen Auftritt mit ihrem Liebsten Ahmed Kamen, weiß Bescheid. Wenn man sich sexy fühlt, ist man eine Sexmaschine. Und wenn man sich halt schlecht fühlt oder gerade einen Scheißtag hat, ist man halt nicht eine Sexmaschine. Aber das hat nicht unbedingt nur mit dem Bett zu tun. Also ich finde, im Ausgang kann man sich auch als Sexmaschine fühlen. Vielleicht ist ja Juri Podlatschikow so eine Sexmaschine. Hat er doch gleich zwei Frauen dabei. Nein, Sexmaschine, ich bin keine Sexmaschine. Ich bin ein Softie. Und Melanie Winiger? Gewährt sie, wenn auch brav zugeknöpft, tiefere Einblicke? Wirst du auch manchmal zur Sexmaschine? Gibt es so Momente? Das behalte ich für mich. Man kann sich's vorstellen oder nicht. Viel für die Vorstellungskraft gibt es auch die nächsten 11 Tage. 145 Filme laufen während des Zurich Film Festivals.